Wer die Argumentation und die intellektuelle Konfektionsgröße unserer Gegner kennenlernen möchte, dem empfehlen wir diese Seite. Und damit kommen wir zu unserem neuesten Fall. Und jetzt schauen wir mal, was der Strehrat dazu sagt. Sechzehnter März 2017. Wo sind wir hier, Beata? Wir sind vor dem Amtsgericht Langenfeld. Amtsgericht Langenfeld. Ja. Und um was geht's heute? Es geht heute um Raphael, ob er entmündigt wird oder ob man ihn in Ruhe lässt. Ja, was unterstellen Sie ihm denn? Dass er nicht zurechtkommt im Leben alleine, ja. Sozusagen, dass er einen Betreuer braucht. Ja. Einstweilen sind wir aber zu der Erkenntnis gekommen, dass das Jugendamt nicht zurechtkommt. Ja. Sie reißen Kinder aus Familien, aus guten Familien, ja, und ruinieren ihre Zukunft. Ja, ja. Ich glaube, die unserer Zuschauer. Und kassieren unglaubliche Gelder. Mhm. Ja. So. Das heißt, das Jugendamt kassiert natürlich nicht, es vergibt Gelder, ja, aber wir haben den Verdacht, dass einiges davon auch wieder zurückfließt an die Verantwortlichen. Mhm. Ja. So. Und der Raphael ist einer, der ganz schlimme Sachen gesehen hat und ziemlich unangenehme Zeugenaussagen machen kann. Ja. Und wir haben den Verdacht, er soll genau daran gehindert werden. Mhm. Beata, wie ist es gelaufen? Das war ziemlich unproblematisch. Die Richterin hat Raphael befragt, ob er die Betreuung nicht will. Sie wollte sich persönlich überzeugen. Und dann hat sie noch ein paar andere Fragen gestellt. Und dann, wir konnten uns noch die Akte angucken, ja, weil das Jugendamt schon die nächste Begutachtung machen ließ. Ja. Und ja, deswegen dieser Betreuungsantrag. Aber das wird wahrscheinlich eingestellt. Also das Betreuungsverfahren wird eingestellt. Gut, okay. Und sie haben aber, glaube ich, 2 Wochen, um Einspruch oder Widerspruch einzulegen. Ja. Wir gucken, wie es weitergeht. Wir haben uns die Akte angeguckt, da waren ein paar illegale Sachen auch. Also, ja, wir werden die Akte, die wird noch interessant, ja, ne, was man mit ihm gemacht hat, auch mit den unglaublichsten Medikamenten und Chemikalien, Begutachtung in vollgedröhntem Zustand und so weiter. Gut. Also das bleibt noch spannend. Ja. Es haben sich auch einige Presseleute jetzt gemeldet in dieser Angelegenheit, übrigens auch in Krefeld. Ja. Krefelder Fall. Ja. Und da haben wir heute Meldung bekommen, die Polizei hat die Wohnung durchsucht. Familie Bechek aus Krefeld. Ja. Das ist das Kind mit den verbrannten Händen. Ja. Und da wird also jetzt richtig Show gemacht, um die Sache noch ein bisschen dramatischer aussehen zu lassen. Gut, wir bleiben am Ball. Bis dann. Durchsuchungsbeschluss schicken. Okay. Ja, ich habe das Foto von, kann ich dir per WhatsApp sofort schicken, weiterleiten. Da hat sich Strehrat gemeldet, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Das ist so ein aber Jugendamt. Jetzt nicht, dass ich sagen könnte, Supermann oder so. Keine Ahnung. Das ist der Wahrsager vom Jugendamt. Also die erste. Hast du schon mal solche Dinge gegessen? Also nur Schale hauptsächlich. Was suchst du gerade, Beata? Ich habe das an Franz geschickt, diesen Durchsuchungsbeschluss. Oh, die sind ein bisschen älter. Von wann ist der? Von wann, das weiß ich jetzt nicht. Ich musste gucken, aber hier sind die Lichtverhältnisse so schlecht, ich kann das schlecht erkennen. Ja gut, das sehen wir ja. Mhm.
Das kam jedenfalls fast schon überfallartig. Zusammen mit der Polizei. Ja, die Leute hatten keine Ahnung, was da auf sie zukommt. Halt trocken. Aber da wird wohl ganz bewusst Stress gemacht. So, damit verabschieden wir uns mal für heute. Das war jedenfalls mal sehr erfreulich. Ja, dann probieren wir. So, hier haben wir also den Beschluss. Was hat der jetzt genau für eine Bedeutung? Also ich verstehe das so, dass der Raphael absolut uneingeschränkt mündig ist. Ja, das ist richtig. Also die Betreuungsbehörde auf Anregung, sagen wir, des Jugendamtes hat eine weitere Betreuung, weil er jetzt erwachsen ist, macht das jetzt nicht mehr Jugendamt, aber beantragt. Und Raphael musste einen Antrag an Gericht stellen, dass er diese Betreuung und Begutachtung ablehnt. Also nochmal, das Jugendamt hat beantragt, ihn weiterhin zu betreuen. Ja, und in, an entsprechende Behörden. Und wollte auch den Raphael weiterhin in einem Heim unterbringen zum Preise von rund 14.000 Euro richtig. Monatlich. Mhm. Das hatten wir schon mal gezeigt. Richtig. Mhm. So, und das ist durch das Gericht abgelehnt worden. Das ist, aber Raphael musste das beantragen, dass er das nicht möchte. Und er hat zwei Vorsorgevollmachten unterschrieben. Das heißt, er hat sich freiwillig zwei potenzielle Betreuer ausgesucht, die im Falle eines Falles. Falls also Betreuung für ihn angeordnet richtig. Werden sollte. Ja. Ja, ja. Damit ist natürlich jetzt nicht mehr zu rechnen, aber nur für den Fall hat er also festlegen lassen, wer diese Betreuer sind. Ja, weil also auf keinen Fall Leute vom Jugendamt. Er hat selber gesagt, ich möchte das nicht, aber vorsorglich nenne ich diese zwei Personen als meine potenzielle Betreuer. Er hat die Betreuung abgelehnt. Ja. Ja. Und dann hat das Jugendamt das Gericht eingeschaltet und das Gericht, weil das jetzt eine erwachsene Person ist, musste einen Gutachter ernennen, welcher jetzt diesen Erwachsenen begutachtet. Ja. Wird er begutachtet? Er sollte begutachtet werden in diesem Verfahren, in dem Betreuungsverfahren. Und diese Gutachter hatte die Aufgabe festzustellen, ob das tatsächlich sein muss, weil Raphael diese Betreuung abgelehnt hat. Wurde das Gutachten gemacht? Nein, weil Raphael gerade in diesem Verfahren die Betreuung abgelehnt hat. Ja? Und wenn die Richterin gesagt hätte, gut, wir lassen zuerst überprüfen, ob die Betreuung notwendig ist, dann wäre dieser Gutachter tätig. Aber nur, wenn Raphael damit einverstanden wäre. Er ist ja volljährig. Ja. Er muss sich nicht begutachten lassen. Richtig. Das ist immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen. Richtig. Gutachten sind freiwillig. Ja. Der ist zwar benannt worden, der Gutachter, aber er ist gar nicht in Funktion getreten. Er hat es versucht, er hat sich ein paar Mal gemeldet. Ja, aber das Raphael hätten die gerne so gehabt. Ja, genau. Das hat Raphael aber als richtig. Erwachsener abgelehnt. Richtig. Ja. Ja. Und nochmal zu dieser Vorsorgevollmacht. Also das ist auch eine Empfehlung an Eltern, die befürchten, dass ihre Kinder in Obhut genommen werden oder im Falle ihrer Krankheit oder im Falle ihres Todes oder sonst was. Dann lohnt sich auf jeden Fall, dass diese Eltern für ihre Kinder im Falle eines Falles auch so eine Person oder zwei Personen benennen und ihnen die Vorsorgevollmacht geben. Ja. Ja, das ist ein anderer Fall jetzt, ne? Mhm. So ähnlich wie bei Raphael. So kann man das doch noch einigermaßen steuern. Ein bisschen den Ablauf der Geschehnisse. Ja, und darauf sollte also keiner freiwillig verzichten. Richtig. Und einer der Betreuer, als einer der Betreuenden, hat Raphael mich genannt. Mhm. Deswegen habe ich diesen Beschluss auch bekommen vom Gericht. Ich war bei der Gerichtsverhandlung dabei.
Ich wurde auch befragt. Raphael wurde natürlich in erster Linie befragt. Ja. Die Richterin wollte ihn persönlich fragen, ob er diese Betreuung ablehnt und warum oder ja, was sagt er dazu? Und dann wurde er noch gefragt oder wurde wir beide gefragt, in welchem Verhältnis wir zu Raphael stehen und wie weit wir wohnen. Wir beide, das heißt aber nicht du und ich. Nein, das heißt der andere von Raphael benannte potenzielle Betreuer und ich. Ja, genau. Ja, es wurden zwei genannt und einer davon bin ich gewesen. Ja, und wir haben jetzt Beschluss, die Richterin hat die Begutachtung abgelehnt und die Betreuung, besser gesagt, abgelehnt. Ja? Mhm. Und in der Begründung gibt sie auch an, weil Raphael auch sich selber zwei Personen genannt hat, die potenziell in Frage kämen und die diese Betreuung übernehmen würden. Dann, ne? Er hat so diese Vollmacht unterschrieben. Ja.